Sabine Hartung hat Speiseröhrenkrebs. Im Kampf gegen die Krankheit hat die 52-Jährige wertvolle Zeit verloren, weil sie Menschen vertraute, die ihr Heilung durch ein vermeintliches Wundermittel versprachen. Verzweiflung spielt eine sehr große Rolle. Sie greifen nach jedem Strohhalm. Sie wollen diese positive Nachricht hören. Und wenn dann jemand kommt und ihnen verspricht, so der Körper schafft das, dann glauben sie das auch. Und sie vertrauen diesen Menschen auch. Wir treffen Sabine Hartung zu Hause in Osnabrück. Sie hat sich mit ihrer Geschichte an SternTV gewandt. Im September 2017 kommt die Diagnose Krebs völlig überraschend. Für die Immobilienmaklerin bricht eine Welt zusammen. Auf einmal so eine Diagnose zu bekommen, das war wirklich erschütternd. Können Sie gar nicht begreifen erst. Also das muss man erst mal verarbeiten. Dann wurde sofort besprochen, was man jetzt macht, weil der Tumor auch schon gestreut hatte, also schon Metastasen in Leber und Lunge. Man kann deshalb auch nicht operieren. Ihr behandelnder Onkologe Jens Azpudin empfiehlt eine Chemotherapie. Sabine Hartung entscheidet sich dafür. Die Therapie schlägt gut an. Es gab gute Ergebnisse im Sinne einer Rückbildung und einer Schrumpfung der Metastasen, der Streuungen des Tumors. Das konnten wir mittels eines Computertomogramms bestätigen, sodass wir eigentlich aus der ärztlichen Sicht sehr froh waren, dass es hier in die richtige Richtung lief. Die 52-Jährige hat trotzdem Ängste, informiert sich im Internet über alternative Heilmethoden. In einer Facebook-Gruppe mit dem Titel Krebs ist natürlich heilbar, tauscht sie sich mit anderen Betroffenen aus. Hier kontaktiert sie einen Mann, schreibt von der Krebserkrankung seines Bruders. Seit Pfingsten machen wir eine Immuntherapie, die echt einzigartig ist. Derjenige hat mir geschrieben, sein Bruder hat Gehirntumor. Und er hätte also ein ganz, ganz tolles Mittel entdeckt und sagte, du, mein Bruder, geht so toll. Also seitdem er das nimmt, ist das alles super und er steht kurz vor der Heilung. Er schickt ein Foto, auf dem er seinem Bruder das vermeintliche Heilmittel schenkt. Dazu die Worte, für dein neues und gesundes Leben. Rechts im Bild das vermeintliche Krebsheilmittel namens BG Moon. Wenige Wochen nach der ersten Kontaktaufnahme lädt er Sabine Hartung zu sich nach Hause ein. Auch vor Ort eine Heilpraktikerin namens Renate Gampel, die BG Moon vertreibt, und der Hersteller des Mittels, Ulrich Breiter. Die beiden haben mir also große Hoffnungen gemacht und haben mir also auch erzählt, wir bauen mit BG Moon, bauen wir das Immunsystem wieder auf. Wir brauchen die Chemotherapie gar nicht. Er hat ganz klar gesagt, er hält nichts von Chemotherapie. Heilungschancen bei Chemotherapie lägen bei 2%. Und mit diesem BG Moon schaffen wir das. Und wir schaffen das, dass wir den Krebs heilen können. Wir recherchieren zu dem Mittel BG Moon im Internet. Laut Webseite handelt es sich um eine immunbiologische Krebstherapie. In einer Broschüre des Produkts steht detailliert beschrieben, aus welchen Stoffen sich das Mittel zusammensetzen soll. Wirksame Bestandteile: Natriumselenit, Mischproteine. Hauptbestandteile: HSP70, HSP60, GRPE. Wir zeigen die Broschüre der Onkologin Jutta Hübner. Sie ist Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Prävention und Integrative Onkologie der Deutschen Krebsgesellschaft. Ihr Urteil zu BG Moon? Dieses Mittel kann mit Sicherheit keinen Krebs heilen. Hier wird eine Hoffnung geweckt, die auf nichts basiert ist. Es wird Geld mit der Not der Patienten gemacht. Und möglicherweise werden Patienten sogar gefährdet durch solche ungeprüften Präparate. Das weiß Sabine Hartung im Sommer 2018 nicht. Sie fährt nach dem Treffen nach Hause zu ihrer Familie und trifft eine folgenschwere Entscheidung. Sie bricht die Chemo ab, setzt komplett auf BG Moon. Für ihren Ehemann damals schwer zu akzeptieren. Ich habe der Sache sehr misstraut. Ich habe sehr darum mich bemüht, dass meine Frau das vielleicht auch einsieht. Aber ich bin damit in dem Moment sicherlich gescheitert. Ich war machtlos, ich war hilflos. Mir blieb dann nur übrig, meine Frau irgendwo dann auch auf diesem Weg zu unterstützen. Sabine Hartung besucht die Heilpraktikerin in ihrer Praxis in Schrobenhausen. Hier kauft sie BG Moon, macht weitere kostspielige Untersuchungen und Behandlungen. Insgesamt belaufen sich die Rechnungen auf ca. 15.000 Euro. Die Diagnose der Heilpraktikerin scheint alarmierend.
Sie hat zu mir gesagt, es wäre 11:55 bei mir. Mein Körper wäre so geschwächt gewesen von diesen ganzen Chemos, dass ich das gar nicht mehr ohne lange geschafft hätte. Also, dass ich froh sein könnte, dass ich zu ihr gekommen wäre, weil sonst hätte ich das nicht mehr lange überlebt. In den kommenden Wochen injiziert sie sich alle 2 Tage das Mittel, glaubt fest daran, damit den Krebs besiegen zu können. Hersteller und Heilpraktikerin bestärken sie, schreiben regelmäßig Nachrichten. Die Heilpraktikerin hat geschrieben, dass ich noch eine weitere oder eine halbe Packung BG Moon brauche, damit es wirklich Wirkung zeigt. Dann schreibt sie auch noch, dass die Therapiekombination brillant ist. Und sie ist also selber von dem Produkt sehr, sehr überzeugt. Sabine Hartung soll also viel Geld ausgeben, denn eine Packung kostet 5.900 Euro. Für den Pharmakologen Gerd Gläske von der Universität Bremen ist diese Summe nicht nachvollziehbar. Ich glaube, dass das ein völlig überhöhter Preis ist. Und wenn man sich die Inhaltsstoffe anschaut, dann würde ich mal vermuten, dass es sich um Eurobeträge handelt im unteren Bereich. Es ist eine Geschäftemacherei mit der Krankheit und ist letzten Endes Abzocke gegenüber denen, die wirklich in ihrer Krankheit nach einem Strohhalm suchen und vielleicht dann meinen, mit diesem Mittel diesen Strohhalm gefunden zu haben. Auf der Internetseite steht, dass BG Moon ein funktionelles Lebensmittel sei. Wir fragen beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit nach. Ich kann Ihnen mitteilen, dass BG Moon beim BVL nicht angezeigt wurde, weder als Nahrungsergänzungsmittel noch als Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke. Nach unserer Einschätzung wirft das Produkt viele Fragen bezüglich Kennzeichnung und Zusammensetzung auf. Es ist unübersichtlich, wer hinter dem Produkt BG Moon steckt. Auf der Internetseite ist die Breiter Group angegeben. Ihr Chef ist Ulrich Breiter. Die Webseite ist auf einen anderen Mann registriert. Im Internet finden sich außerdem zahlreiche Adressen der Firma. Ingolstadt, Panama, Zypern, Türkei, Kroatien und Slowakei. Auf der Internetseite von BG Moon ist eine slowakische Telefonnummer angegeben. Wir rufen dort an. Unter der Nummer besteht kein Anschluss. Wir rufen die Heilpraktikerin von Sabine Hartung an, wollen uns über Krebstherapien informieren, behaupten wir. Auf ihrer Webseite führt Renate Gampel einen Professorentitel. Im Telefonat erzählt sie uns: Ich habe den Professorentitel schon über 2 Jahre. Ich habe ihn verliehen bekommen für die außerordentliche Leistung in immunbiologischer Therapie. Ich war die Erste, die einen universitären Abschluss an der Frankfurter Europa-Universität hat. Die Universität schreibt hierzu: Uns liegen keine Informationen über Renate Gampel vor. Sie hat hier weder einen Professorentitel verliehen bekommen, noch als Honorarprofessorin gearbeitet. Renate Gampel war nie als Studentin oder Gasthörerin an der Europa-Universität eingeschrieben. Wir vereinbaren einen Termin und fahren zu ihrer Praxis nach Schrobenhausen. Unsere Reporterin will herausfinden, welche konkreten Versprechungen die Heilpraktikerin Krebspatienten macht. Im Beratungsgespräch erzählen wir von einer erkrankten Freundin mit Brustkrebs und bitten sie um eine Einschätzung. Wenn da Metastasen schon sind, dann kann das auch trotzdem helfen, weil da habe ich halt auch viel drüber gelesen. Es ist halt so, das BG Moon tut als erstes eigentlich immer die Ursache angehen. Das heißt, das BG Moon wird, wenn sie Metastasen schon hat, zunächst mal den Primärkrebs, also wo der Knoten in der Brust war, angehen. Und wenn das passt, dann, so haben wir halt jetzt das rausgekriegt, wird es die Metastasen angehen. Und dann kann es sein, dass, wenn sie die Chemo jetzt weitermacht und weiterkriegt, dass ja eine Packung halt nicht reicht. Aber die Wirksamkeit ist besser ohne Chemo. Ja, klar. Weil die meisten, wenn Chemo machen, die brauchen alle eine zweite. Wir zeigen die Aufnahmen dem Experten Gerd Gläske. Wie das heißt, letzten Endes setze ich Chemotherapie ab. Das finde ich natürlich ein Unding, dass ich von einer Heilpraktikerin höre, man soll dieses Mittel nehmen und andererseits sozusagen die schulmedizinisch-wissenschaftlich begründete Krebstherapie beenden. Und das bedeutet im Grunde genommen vielfach wahrscheinlich, dass der Krebs weiter sich entwickelt und dass das zum Schaden der Patientin, der Patienten ist. Und im Grunde genommen ist das nicht nur unseriös, sondern fahrlässig, sowas zu behaupten. Im Beratungsgespräch erzählt sie außerdem, dass BG Moon früher ein offizielles Medikament gewesen sei. Die haben das als Arzneimittel zurückgenommen, damit die Pharma nicht weiterhin
Verfolgung. Ach, das war mal ein Arzneimittel. Das wurde früher von der Kasse bezahlt und dann haben die in die Kliniken, in der Charité und überall so viele Erfolge gehabt, dass die Chemo nicht mehr braucht haben und die Bestrahlung. Operation Anima. BG Moon, ein registriertes Arzneimittel? Die Hürden für eine Zulassung sind hoch. Wir fragen beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nach. Sie teilen uns mit. Dem BfArM liegt kein solcher Antrag zum angefragten Produkt vor. Wir kaufen bei der Heilpraktikerin das vermeintliche Krebsmittel. Zusätzlich empfiehlt sie zahlreiche Nahrungsergänzungsmittel. Welche Produkte für die erkrankte Freundin in Frage kommen, testet sie an unserer Reporterin. Tun Sie mal beide Beine am Boden. So, jetzt denken Sie bitte an sie. Dadurch, dass Sie es ja jetzt das Einverständnis haben, können wir auch über sie testen, sonst würde ich es nicht tun. Habe ich mir gedacht. Eine fragwürdige Methode. Wir zeigen die Liste mit den Nahrungsergänzungsmitteln Onkologin Jutta Hübner. Sie sieht die Empfehlungen der Heilpraktikerin kritisch. Das ist für die Patientin nicht hilfreich. Je nachdem, welche Dosis es ist, kann es sogar die Wirkung von der Chemo- oder Strahlentherapie abschwächen. Und ganz unten drunter steht noch was Schädliches, nämlich die Aprikosenkerne. Aprikosenkerne enthalten eine Substanz, die Blausäure im Körper freisetzt. Das kann sogar lebensgefährlich für die Patientin sein. Also wir haben die Gefahr der Wechselwirkung und der eigenständigen Nebenwirkungen. Wir haben die Heilpraktikerin und den Hersteller von BG Moon um Stellungnahme zu den Vorwürfen gebeten, aber keine Antwort erhalten. Zurück in Osnabrück bei Sabine Hartung, die schon seit über 1,5 Jahren gegen den Speiseröhrenkrebs kämpft. Rund 2 Monate davon nahm sie das Mittel BG Moon. Die 52-Jährige fühlte sich zunächst besser und war optimistisch, dass es ihr im Kampf gegen den Krebs tatsächlich hilft, bis sie zum nächsten Mal zu ihrem Onkologen ging. Ich hatte dann ja eine Zeit lang abgewartet, weil mir wurde ja gesagt, das BG Moon soll im Körper wirken. Dadurch haben wir noch mal wieder Zeit verloren. Und das CT-Ergebnis war sehr schlecht. Denn laut Arztbericht gibt es eine erhebliche Zunahme der Metastasen in Lunge und Leber. Ihr behandelnder Onkologe Jens Azpodin hält es für möglich, dass BG Moon den Krebs verschlimmert hat. Ich denke, dass möglicherweise auch Inhaltsstoffe enthalten sind, die das Krebswachstum anregen. Es hätte ja zumindest einen Stillstand geben sollen, wenn eine Wirkung gewesen wäre. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Offenbar kam es sogar zu einer sprunghaften Vermehrung der Krebszellen, sodass ich persönlich befürchte, dass da möglicherweise auch Wachstumstreiber enthalten sind. Hersteller und Heilpraktikerin haben eine andere Erklärung für die Verschlechterung ihres Zustands, erzählt Sabine Hartung. Das wäre definitiv aufgrund einer seelischen Belastung und deshalb würde BG Moon nicht wirken. Daher käme die Ursache für die Krebserkrankung. Und das ist unglaublich, weil die Leber so voll sitzt mit Metastasen. Das ist wirklich gesagt lebensgefährlich. Die Heilpraktikerin wollte, dass ich noch mal einen Durchgang BG Moon mache und noch mal zu ihr komme. Wenn ich das gemacht hätte, hätte ich weiter Zeit verloren und unter Umständen das auch nicht überlebt. Inzwischen macht Sabine Hartung wieder eine Chemotherapie. Sie hofft, dadurch mehr Lebenszeit zu gewinnen, für sich und ihre Familie. Tochter Jenny bedeuten die gemeinsamen Momente mit ihrer Mutter viel. Ich wünsche mir einfach, dass sie die schönste Zeit noch hat, die wir jetzt zusammen haben. Und dass wir einfach als Familie noch eine schöne Zeit zusammen haben, egal wie viele Jahre das jetzt auch noch sein werden. Kommt fast die Tränen, muss ich sagen, weil es mich so berührt, muss ich gerade sagen.